Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Hier, da haben wir unser erstes kleines Haustier. Finde ich super, dass wir den jetzt haben. Wir haben aber aktuell auch keine Schaufel mehr. Die haben wir jetzt verbraucht. So, und jetzt müssen wir auch ein bisschen mehr in diese Richtung wieder. Weil wir schon auch Bock haben, die nächste Story-Insel auch noch zu betreten. Da unten ist Bruce. So, und wir müssen was essen. So, das packen wir mal so. Und so. Essen wir erstmal ordentlich die Haihappen. Und dann erstmal hier alles einlagern, was geht. Hier nochmal sortieren. Hier einlagern, was geht. Und sortieren. Und hier dasselbe auch nochmal. Die müssen wir auch noch gleich auf den Grill schmeißen. Das wieder hier reinpacken. Das können wir hier reinpacken. Die Muni. Den Bogen tauschen wir damit. So. Umsortieren und dann. Ah, die Pilze können wir hier mit reinpacken. So. Mäh. So, und wo können wir nochmal Wiese bauen? War doch hier, glaube ich, hier. Kunststoff. Wir haben keinen Kunststoff mehr. Jetzt müssen wir Kunststoff haben. So. Nice. Dann kann der Rest wieder hier rein. So sortiert. Ne, die brauchen wir. Vielleicht noch für hier. Seil. Ja, passt wohl. Das hier rein. Oh, die können wir auch noch gleich irgendwo hinpacken. Und dann die vier Titanwaren können wir hier einschmelzen. So, die zwei Wiese packen wir mal auch da oben hin. So und so. Farmer freigeschaltet. Ah, nice. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Okay, wir müssen wieder Wasser herstellen. So. Und so. Wie sieht es mit der Farbe unten aus? Ah, ist soweit. So, dann brauchen wir jetzt hier nochmal den Pinsel. Tauschen wir mal die Axt gegen den Pinsel. Können wir hier weiter streichen. Ah, den können wir richtig schwarz machen. Nice. Ah, und die Teppiche können wir auch noch mal richtig umfärben. Mäh. Boah, wir brauchen einen richtigen Namen für den. So, dann die Samen. Komm, packen wir erstmal so. Und wie sieht's hier aus? Ja, Wasser ist fertig. Kann ich hier nochmal gießen. Und
brauchen jetzt noch einmal Wasser. Nee, hier falsch. Hier rein. So, und hier müsste das Fleisch auch schon soweit sein. Ah, nice. So, können daraus eben nochmal Farbe machen. Unten. Wir brauchen unten definitiv noch Licht. Aber es freut mich, dass wir jetzt einen kleinen Bewohner hier haben. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das alles hier handhaben sollen. Mit der Wiese und so. Oder für hier. Kann man nicht so dreieckige Dinger machen von den Wiesen. 1 Kilometer noch, dann sind wir da. Also nicht einmal mehr 1 Kilometer. Aber ich finde super, dass wir jetzt ein Haus hier haben. Oh, wir brauchen Holz. So, nehmen wir die 9 Holz von hier. Den Rest da hinten zum Mauern benutzen. Ui, da war wieder ein ordentlicher Ruckler. So, eine Planke. So, dann wollen wir mal schauen, was können wir eigentlich noch alles bauen. Beziehungsweise, was brauchen wir eigentlich noch, um den Rest hier zu lernen? Wolle und Ei. Das war's dann eigentlich. Ja, okay, Tasche brauchen wir nicht mehr zu lernen. Dafür haben wir ja alles. Aber hier für Rüstung. Hätten wir hier Lederhelm, Lederweste und Lederbeinschützer. Und 3 Keile. So, aber dann wollten wir hier den Reiniger noch bauen. Da brauchen wir einiges an Kunststoff. Okay. So. Egal, wir gehen jetzt erstmal nochmal runter. Farbe holen. Muss jetzt soweit sein. So, wenn wir jetzt hier einmal aufmachen. Und hier nochmal den Boden. Ah, da. Okay, da fehlt noch einiges. Wie werden wir das hier machen? Unterm Teppich. Wo können wir da Glasscheiben hinpacken? Ich weiß jetzt nicht, wenn wir jetzt so von hier Glas nehmen. Und so, ne, das lassen wir mal hier. Wir haben hier ein Fenster. Können wir das hier einsetzen? Nee. Was können wir machen? Sprinkler könnten wir mal ausprobieren. 12, 2 Bolzen und Leiterplatte. Dafür brauchen wir wieder Kupferbarren. Okay, dann lassen wir mal das Glas hier. Wir können aber auch noch ein paar Lagerkisten bauen. Hier. Da brauchen wir aber wieder Schrott. Da haben wir aber genug Schrott. Immerhin. Und Seile. Nehmen wir die hier auch nochmal zur Not mit. Und dann hier noch mal ein bisschen was.
So, dann haben wir hier nochmal Seile. Da war noch ein paar. Achso, die Scharniere. Nehmen wir hier die mit. Hier waren die nicht. Hier waren aber einige. So, dann könnten wir jetzt ein paar herstellen. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Jo. Alles klar, haben wir erst einmal 10 von den Dingern hier. Warte mal, packen wir den hier rein. Können wir die auch wieder hier packen. Alter, dann haben wir jetzt erstmal wieder 10 Truhen. Dann würde ich sagen, die machen wir hier hin. So. Dann kommen hier nochmal 1 und 2. Dann hier nochmal 1 und 2. Hier auch nochmal 1 und 2. 1 und 2. Dann brauchen wir noch mal ein paar. Hier müssten auch noch mal welche hin. Dann würde ich sagen, alles Holz lagern wir noch mal um. Dann ist das hier die Holzkiste. Das hier ist Palmblätter. Hier packen wir Plastik hin wahrscheinlich. Plastik. Hier Plastik. Können wir hier reinpacken. So. Komm, Leder können wir auch nochmal einen von denen da packen. Steine. Schrott. So, da kommt hier die Schrottkiste hin. Dann kommt hier Leder. Hier kommen Steine hin. Die setzen wir einmal richtig um. So, die wichtigsten werden wir hier hinpacken. Dann brauchen wir für solche Dinger, Baumaterialien, noch eine Kiste. Und für die ganzen Barren brauchen wir auch noch eine Kiste. Also Baumaterialien, genau. So, packen wir die hier rein. Die hier rein. Die hier rein. Und die hier rein. Dann setzen wir den hier auch nochmal um. Dann wird das hier für die ganzen Metalle sein. Wie das, das und das. Ja. Dann haben, was haben wir hier? Die Dinger können wir auch mal umsetzen.
Ja, das können wir hier packen. Genau. Packen wir so hin. Dann ist das hier für so was in der Richtung. Die Lebensmittelkiste lassen wir erstmal so. Die Samenbank lassen wir so. Werkzeuge, Waffen und so weiter lassen wir erstmal. Baupläne. Die müssen wir noch umsetzen. Die wollte ich jetzt erstmal hier haben. Achso, die muss ich schon einzeln hier umpacken. Alles klar. Genau. Na, das wird gleich ein Spaß. Nee, das wird nicht passen. Ich muss noch einmal laufen. So, hier alles rein. Ja, genau. Obwohl es vielleicht eine coole Idee wäre, wenn wir die irgendwo alle tapezieren würden, in einem der Räume. So, und das hier noch. So wie der hier. Und die beiden noch. Es schneit. Okay. Ich werfe trotzdem schon mal den Anker, damit wir hier nicht aus Versehen abhanden kommen. Warte mal. Hier sind wir ein kleines bisschen höher. Alter, das... Was? Ich bin hier aber jetzt noch nicht fertig. Wir können da noch nicht hin. Ich habe hier noch nicht alles abgeschlossen, ja? Ich muss hier noch ein bisschen was machen. Ich muss hier noch umsortieren. Den können wir hier abmachen. Und den können wir abmachen. Kann der hier hin? Und hier auch noch mal einer hin. So, was haben wir hier? Samen. Die müssen wir auch noch umsortieren, genauso wie die Farbe. Hier haben wir keine Samen. Hier haben wir keine Samen, aber Bienengläser. Dann würde ich sagen, hier kommen auch noch die Samen rein. Ich brauche noch rote Farbe, also rote Samen. Sortiere die mal so rum. Ne, hier kommt nur die Samen rein. Warte mal, einmal so. Genau, hier sind die Baupläne. Was haben wir hier drinnen? Ach, komm, hier können wir auch Farbe reinballern. Ich glaube, hier machen wir Erze.
Hier haben wir nichts. Hier ist noch nichts. Hier sind Steine. So, dann kommt hier eine Kiste hin. Hier können wir den... Nee, hier packen wir Sonstiges rein. Also sowas in der Richtung. Was haben wir hier? So, wir brauchen noch ein bisschen Sprott, ein paar Seile und ein paar Planiere. So. Planken brauchen wir 8. 141 haben wir. So. 1, 2, 3. Können wir keine mehr machen. Schade. Ich hoffe, wir haben unten noch ein bisschen was dafür. Das heißt, wir könnten jetzt noch mal eine Kiste machen. Noch für Hingott. So, Spaniere. Achso, Schrott mussten wir noch ein bisschen mitnehmen. So, damit wir eine noch machen können. So, der Rest kann wieder hier rein. Für hier haben wir nichts. Hier nichts. Der ist leer. Der ist leer. Deine. Wo hatten wir die Feinblätter her? Hier. So, dann kann der hier vorne bleiben. Hier packen wir erstmal. Nee, warte. Hier hatten wir leer. Hier packen wir alles mit Ton rein. Hier alles mit Feder. Hier Treibstoff. Oh, hier fehlt noch ein bisschen Farbe. Ist wahrscheinlich darunter das. Krass. Wir müssen jetzt auch noch was essen und trinken. Und wir müssen wieder was zu trinken herstellen. Komm, ich will das Salzwasser haben. Hier. So, wir brauchen aber noch die, das hier. 10 Planken, 10 Kunststoff, 2 Scharniere, 4 Titanbarren. Haben wir das alles? So. Nein. 1, 2, 3, 4. Komm schon mal das. So, das haben wir auch schon mal. Hm. 1, 2. Dann fehlen nur noch die Titanbarren. Wo hatten wir die hingetan? Hä? Wo hat die Erze hingetan? Hier. So, dann können wir jetzt einen Kühlschrank bauen. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Kühlschrank ist. Sieht für mich wie einer aus. Und den packen wir hier hin. Komm, noch ein bisschen. Warum will der nicht? Ah, deswegen will er nicht.
packe ich erstmal hier hin. Mäh. So, dann packen wir den hier hin. Und die Lebensmittel können wir da hinpacken. Rüber. Alles von hier. So, die Mangos. Ananas. So, das Fleisch. Pilze. Den Honig. Honigwaben. Alle Lebensmittel, die quasi frisch sein müssen, können da rein. Alter, das ist riesig, okay. Na, dann können ruhig alle Lebensmittel hier rein. Danach habe ich kein Problem damit. So, ich schmeiß die alle rein. Auf irgendeine Art und Weise. So, da hatten wir noch irgendwas gehabt. Und das. Alles hier rein. Das kann auch hier rein. So. Und sortieren. Der ist leer. Den können wir jetzt mal ein bisschen anders platzieren. Was hatten wir hier? Kommen Werkzeuge. Ich sortiere jetzt mal Werkzeuge hier um. So, das ist ein Werkzeug. Das ist ein Werkzeug. So, da können die Dinger alle hier rein. Achso, die muss ich separat einzeln da rein. So, und Munition, Waffen kommen dann darüber. Alles, was man als Waffen zählen kann. Na, die beiden weiß ich noch nicht. Alles an Waffen. So. Dann haben wir hier zumindest schon mal eine gewisse Ordnung. Was haben wir hier? Biotreibstoff. So. Das lassen wir erstmal da. Ne, wir hatten noch... Hier, da ist die sonstiges Kiste. Das zählt alles als sonstiges für mich. Die können da rein. Erstmal. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg in Richtung Gletscher hier. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!